Hi Crew, ich hoffe euch geht's gut. Heute habe ich ein paar sehr coole Prank-Ideen für euch, die ihr unbedingt mal bei euren Freunden oder eurer Familie ausprobieren müsst. Jetzt zum Beispiel zum 1. April bietet sich das ja perfekt an. Das sind allerdings eher so kleinere Scherze, denn ich finde, man darf da auch nicht damit übertreiben, sonst sind die Personen, bei denen man das macht, auch schnell beleidigt. Und das sollte ja nicht das Ziel sein. Bevor wir damit anfangen, wollte ich aber noch von euch in den Kommentaren eure Augenfarbe wissen. Denn Leute, ich habe mir eine neue Brille gekauft und davor habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht lieber Kontaktlinsen haben möchte. Vielleicht auch mit einer Farbe drin, zum Beispiel blau. Ich hätte so gerne blaue Augen, aber ich dachte mir, die kriege ich eh nie richtig rein jeden Morgen. Und deshalb wurde es dann diese Brille. Ich finde, ich sehe ein bisschen strebermäßig damit aus, aber mir gefällt sie eigentlich sehr gut. Ihr könnt mir mal eure Meinung und eure Augenfarbe in die Kommentare schreiben. Und jetzt ganz viel Spaß bei meinem Video und los geht's! Starten wir wie immer mit meinem persönlichen Liebling aus diesem Video, und zwar Fake Piercing. Damit könnt ihr so gut Leute verarschen und braucht dafür nur solche Deko-Bastelsteine. Die findet ihr in jedem Bastelshop. Die kleben zwar schon von ganz alleine, allerdings nicht so gut auf der Haut, und deshalb würde ich euch empfehlen, die mit einem Wimpernkleber aufzutragen. Dann halten sie wirklich bombenfest. So könnt ihr euch zum Beispiel richtig einfach ein Nasenpiercing schummeln oder mehrere Ohrlöcher. Die gefallen mir hier echt so gut, dass ich mir überlege, wirklich noch einstechen zu lassen. Aber auf jeden Fall ist der Prank einfach perfekt, wenn zum Beispiel eure Eltern euch gar nicht erlauben, ein Piercing zu bekommen, und dann kommt ihr damit nach Hause am 1. April. Die werden auf jeden Fall mega drauf reinfallen. Wenn ihr wirklich gar keine Zeit mehr habt, etwas für den Prank vorzubereiten, dann probiert unbedingt diesen hier aus. Dafür braucht ihr nur die PC-Maus der Person, die ihr reinlegen wollt. Die hat auf der Unterseite so einen kleinen Sensor, der dafür sorgt, dass sich die PC-Maus auch auf dem Bildschirm bewegt. Und wenn ihr euch jetzt ein kleines Stückchen Teser nehmt und diesen Sensor zuklebt, dann funktioniert die Maus nicht mehr. Und das wird dann halt so richtig witzig, wenn sich die Person an ihren PC setzt und merkt, dass die Maus nicht mehr funktioniert und schon langsam Panik bekommt, dass sie kaputt ist. Aber wenn ihr das Teser so richtig sauber da drauf macht, dann sieht man auf den ersten Blick auch gar nicht, dass da was drauf gespannt ist. Und dann könnt ihr es ja auflösen. Und das ist eigentlich so ein Prank, den man unbedingt mal ausprobieren muss, weil er so schnell geht, aber echt witzig ist. Oh mein Gott, Leute, diesen Prank bin ich selber mal zum Opfer gefallen und habe mich so erschrocken, aber ich fand es auch wirklich ein bisschen lustig danach. Ihr braucht auf jeden Fall eine Rolle Klopapier, ja genau, und einen schwarzen Stift, mit dem wir jetzt gleich eine Spinne da drauf zeichnen werden. Vorher nehmt ihr euch aber noch ein Stück Papier und legt es so zwischen die Laken, sonst drückt nämlich der Filzer auf die unteren durch und dann kann man ganz viel von dem Klopapier nachher nicht mehr benutzen und das wäre ja wirklich blöd. Ich musste auf jeden Fall erstmal googeln, wie man eine Spinne zeichnet, weil ich das davor noch nie gemacht habe. Aber ich denke, sie ist ganz glaubhaft rausgekommen. Achte dabei nur darauf, nicht zu fest auf das Klopapier drauf zu drücken, sonst geht nämlich das Papier kaputt und dann müsst ihr wieder von vorne anfangen. Wenn ihr damit fertig seid, müsst ihr das nur noch aufrollen und dann warten, bis euer Opfer auf Toilette muss. Und dann wird es wirklich sehr lustig werden, wenn ihr einen ganz kurzen Schrei hören werdet. Aber Leute, macht das bitte mit niemand, der eine Spinnenphobie hat, also so eine richtige panische Angst vor den Tieren hat. Ich glaube, dann würde das nicht mehr lustig werden. Probiert das lieber bei jemand aus, der Spinnen irgendwie nur eklig findet oder so. Okay, dieser Prank ist etwas aufwendiger, aber dafür so lustig. Und ihr braucht erstmal nur Luftballons, allerdings jede Menge davon, die ihr auch alle erst einmal aufpusten müsst. Diese ganzen Ballons müsst ihr jetzt an einem Fenster platzieren, das euer Prank-Opfer auf jeden Fall von außen später sehen wird. Am besten geht das, wenn ihr euch Alufolie nehmt und die so quer übers Fenster spannt und dann einfach die Luftballons dort reinlegt. Dafür braucht ihr wahrscheinlich die Hilfe einer zweiten Person, sonst könnte das etwas schwierig werden. Aber Leute, glaubt mir, es macht so viel Spaß und es wird sich auf jeden Fall lohnen. Denn von außen sieht es so aus, als wäre der komplette Raum gefüllt mit Luftballon, obwohl die ja eigentlich alle nur am Fenster kleben. Noch besser sieht es aus, wenn ihr es bis ganz nach oben macht und ohne Lücken zwischen den einzelnen Luftballons. Was glaubt ihr, was dann die Leute für Augen machen, wenn sie das sehen werden von außen? Dieser nächste Prank habt ihr innerhalb von einer Minute vorbereitet und er ist auch ein bisschen gemein. Dafür braucht ihr ein halbvolles Wasserglas, das ihr so in eure Hand nehmt, und dann schnappt ihr euch ein etwas dickeres Stück Papier und dann flippt ihr das Ganze auf den Kopf, also auf den Tisch, und zieht das Blatt Papier ganz schnell wieder raus. Dabei geht zwar auch immer etwas Wasser verloren und auf den Tisch, aber das ist ja gar kein Problem. Dann nehmt ihr euch einfach kurz ein Handtuch und wischt das außenrum wieder trocken. Und so sieht das Glas dann aus. Und dann könnt ihr eurem Prank-Opfer noch eine kleine Nachricht hinterlassen und ihnen ganz viel Spaß beim Aufräumen von diesem Glas wünschen.
Ich habe hier nur ein Glas benutzt, aber stellt euch vor, wie lustig das sein wird, wenn ihr da mehrere Gläser hinstellt. Der einzige Weg, um das wieder wegzubekommen, ist nämlich, indem man das Glas anlupft und dann gibt es erstmal eine kleine große Überschwemmung für denjenigen, den ihr damit überrascht. Kennt ihr den Moment, wenn ihr in eurem eigenen Zimmer wieder Geld von euch findet, das ihr dort vorher verlegt hattet und euch dann so sehr darüber freut? Genau damit könnt ihr jetzt jemand austricksen. Dafür braucht ihr eigentlich nur einen 5-Euro-, 20-Euro-Schein, was auch immer ihr wollt und ein Post-it, auf dem ihr eine kleine Nachricht hinterlässt, dass das Ganze nur ein April-Scherz ist und ihr das Geld natürlich wieder zurückhaben wollt und es nicht eurem Prank-Opfer gehört. Dann braucht ihr nur noch einen guten Platz, an dem ihr das Geld versteckt, damit es die Person aber auch findet und sich dann darüber ärgern wird, dass es nur ein April-Scherz war. So, das waren meine Prank-Ideen. Ich hoffe, ihr macht was davon nach und falls ja, dann schickt mir unbedingt Bilder davon auf Instagram, damit ich das sehen kann. Vergesst auch nicht, mir in den Kommentaren zu verraten, welche Augenfarbe ihr habt. Ich habe braune Augen, aber hätte total gerne blaue oder grüne. Aber ich glaube, man will immer das, was man nicht hat. Aber Hauptsache, ich kann sehen, dann ist es eigentlich egal, was für eine Augenfarbe ich habe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Das hilft meinem Kanal immer super viel weiter. Und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut, Leute.